staune immer wieder, wie schnell so eine Woche vorbeigeht. Also wenn die Wochenschau nicht wäre, wüsste ich kaum, welcher Wochentag ist. Das ist ein bisschen so wie damals, als ich auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet habe. Immer wenn es Schnitzel zu essen gab, wusste man, dass wieder Sonntag ist. Wiesenhof startet im Januar mit dem regulären Schlachtbetrieb. Der Geflügelschlachthof, der zur PHW-Tochter Oldenburgische Geflügelspezialitäten gehört, war Ostern 2016 beinahe komplett abgebrannt. Nun ist der Wiederaufbau fast abgeschlossen und es läuft ein Probebetrieb. CDU im Landkreis Vechta will die Goldenstädter Wölfin mit einem Sender ausstatten lassen. Deshalb hat sich der Vechter Landtagsabgeordnete Dr. Stefan Siemer an Umweltminister Olaf Lies gewandt. Mit diesem Sender soll festgestellt werden, ob sich das Tier artgerecht verhält. Im heutigen Türchen bei unserem Adventskalender könnt ihr Gutscheine für das Modehaus Burger-Ding gewinnen. Dafür müsst ihr einfach nur das Video anschauen und die dazugehörige Gewinnspielfrage beantworten. Ihr könnt jeden Tag einmal pro Gewinnspiel mitmachen. Und die Scherzkekse, die meinen, sie könnten da jetzt einmal am Tag 50 Mails schreiben und wir merken das nicht. Ihr fliegt raus. Diese Scherzkekse disqualifiziere ich höchstpersönlich. Also ihr könnt gerne jeden Tag mitmachen, aber jeden Tag dann natürlich nur einmal. Am Samstag startet der offene Vorverkauf parallel um 8.30 Uhr in allen OV-Geschäftsstellen. Die Vereine haben bereits ihre Fanpakete erhalten. Bislang waren alle 4 Supercups im Rasterdom im Vorfeld mit 2.310 Zuschauern ausverkauft. Sobald der Vorverkauf startet, gibt es dann Schlangen bis nach draußen hin von unserer Geschäftsstelle aus. So viele Leute stehen dann da an. Fast wie bei einem Rockkonzert. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns natürlich wieder in der nächsten Woche.